Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir und mit einer Maschine. Wer den Blog schon ein paar Jahre verfolgt, der wird wissen, dass ich vor ein paar Jahren schon einmal ein ähnliches Video veröffentlicht habe, auch mit einer Maschine des gleichen Herstellers, und zwar Kenwood, weil es immer ganz viele Anfragen gibt. Ich arbeite ja mit diesen Maschinen schon von Anbeginn meiner Hobbybäckerzeit, Anfragen gibt, wie die zu bedienen sind, wie ich bestimmte Rezepte auf diese Maschine anpasse oder die Maschine an die Rezepte, je nachdem, was man möchte. Und jetzt gibt es ein neues Modell und das hat so ein paar Eigenarten, aber positive Eigenarten, die ich gern wieder einmal vorstellen möchte. Und dazu habe ich mir zwei Rezepte ausgesucht. Eins, das es im Blog gibt und mit dem ich sehr zufrieden bin. Das ist ein etwas komplexeres Rezept für ein Brot. Und eines, das ich vor etlichen Jahren mal in den Blog gestellt habe, das ich jetzt aber für dieses Video einmal komplett rund erneuert habe und überarbeitet habe. Ja, das ist es vielleicht und im Grunde können wir gleich mit dem ersten Rezept anfangen, nämlich für das Brot. Der nennt sich im Blog Thomas Weizenleib. Thomas ist ein guter Freund von mir und mit ihm zusammen haben wir auf der Alm in meinen Almbackkursen dieses Rezept entwickelt bzw. weiterentwickelt, denn er hat das schon zu Hause selbst entwickelt und dann mitgebracht auf die Alm. Das erste Rezept, hatte ich gesagt, ist relativ komplex, dafür umso besser im Geschmack und es lässt sich sehr gut vorbereiten am Vortag, am Abend meistens, wenn man morgens backen möchte. Das, was es komplex macht, ist vor allem ein sogenanntes Malzbrühstück. In anderen Rezepten heißt es manchmal auch Aromastück oder nur Malzstück. Das braucht im Grunde nur Mehl und Wasser, und zwar am besten Vollkornmehl, weil wir die Enzyme brauchen, die in dem Mehl stecken, die natürlichen Enzyme. Wir verwenden jetzt hier Einkorn-Vollkornmehl. Das ist eine sehr alte Sorte, seltene Sorte, die aber immer häufiger wird mittlerweile wieder, wird immer häufiger angebaut. Und die bringt einen tollen Geschmack und sie bringt natürlich auch viele Enzyme mit durch das Vollkornmehl, die dazu führen, wenn wir sie entsprechend temperieren und lange arbeiten lassen, dass die Stärke, die ebenfalls im Mehl ist, in jedem Mehl, in Malzzucker umgewandelt wird durch die enzymatischen Abbauprozesse. Ja, das Ganze kann man auch beschleunigen. Das dauert jetzt eigentlich so 8 bis 12 Stunden. Kann man auch beschleunigen, indem man bezogen auf die Mehlmenge ungefähr 3 bis 4% aktives Malzmehl oder Flüssigmalz zugibt. Dann ist das in ungefähr 3 Stunden fertig. Das kann man sich aussuchen, je nach Zeitbudget. Wir werden das jetzt in der Maschine tun, weil es einfach praktisch ist. Die Maschine kann heizen, die kann auf Grad genau eingestellt werden und kann entsprechend dann die Temperatur erreichen, die das Malzstück braucht, damit die Stärke verkleistert, also aufplatzt und durch die Enzyme angegriffen werden kann. Die Maschine ist ja ein neues Modell, hatte ich gesagt. Sie hat jetzt als erstes Modell in der ganzen Geschichte dieser Modelle einen An- und Ausschaltknopf. Man mag es nicht glauben, das ist bei anderen Maschinen gang und gäbe, aber diese hat es jetzt und da freue ich mich vor allem, weil die dann keinen Strom mehr zieht. Wir machen die jetzt an, ein ganz simpler Knopf. Dafür muss man jetzt nicht extra Geld ausgeben. Die Funktionen, die die Maschinen wirklich kennzeichnen, die kommen dann später. Und eine Funktion, die sich wirklich lohnt und auf die ich lange gewartet habe, ist eine Waage, die in der Maschine integriert ist. Und mit der Waage kann man eben nicht nur in der Schüssel wiegen, ich halte jetzt mal die Hand auf die Schüssel, sondern man kann mit der gesamten Maschine wiegen. Also egal, an welche Stelle ich irgendwas auf die Maschine stelle, kann ich an dieser Stelle abwiegen. Ja, und das machen wir uns jetzt zunutze, indem wir das Einkorn-Vollkornmehl schon einwiegen. Ich gebe aber zu, das habe ich schon vorgewogen. Was wir dann wirklich einwiegen, ist das Wasser. Mehle wiege ich generell vor, das macht es einfacher. So, was ich auch noch dazu sagen muss, ich wiege jetzt immer die doppelte Menge ein, einfach damit ich dann zwei Brote habe. Denn wir wollen eins im Topf backen und eins auf dem Backstein. So, einmal auf Null stellen und dann kommen noch 250 Gramm Wasser dazu. So, die letzten paar Milliliter verlangsamen wir das alles ein bisschen. So. Ja, auf 1 Gramm kommt es jetzt nicht an. Das sind fast 250 Gramm Wasser. Maschine geht zu. Die Waage bewegt sich immer mit, also je nachdem wie der Arm ist. Die Waage ist immer in der Waagerechte, deshalb heißt die Waage wahrscheinlich. Jetzt stellen wir die Zeit ein. Wir wollen 8 Stunden. Das ist die Maximalzeit, die die Maschine rühren kann. 8 Stunden. Die Temperatur ist ganz wichtig. Die Stärke verkleistert und wird angegriffen von den Enzymen bei ungefähr
75 bis 80 Grad. Ich stelle jetzt einfach 80 Grad ein und dann würden wir hier auf die Geschwindigkeit gehen. Das wäre die minimalste Stufe, die unterste Stufe. Und dann stellen wir an. Noch ein Wort zum Werkzeug. Man kann jetzt natürlich nicht den Knethaken nehmen, das bringt keine Punkte über die Zeit, was relativ weich ist, sondern wir nehmen das Flexi-Rührelement. Das klingt komisch, ist aber einfach ein gebogener Haken mit einer Silikonlippe dran und die erfasst halt auch den Rand, dann bleibt nichts kleben am Rand. So, jetzt tippen wir einfach hier nochmal auf die Geschwindigkeit und auf ein. Dann müssen wir bestätigen, dass wir das auch so wollen, weil es heiß und schnell ist und dann geht's los. So, am Anfang gibt es ein bisschen Quietschen, weil die Silikonlippe an der trockenen Schüssel entlang ratscht. Wenn die ein bisschen feuchter geworden ist, dann gibt sich das. Ja, das wird jetzt erstmal vermischt. Parallel heizt die Maschine auf. Das sieht man hier an dem Pfeil. Und wenn der Pfeil verschwunden ist, dann ist die Maschine auf 80 Grad. Das geht ziemlich schnell. So, wir gucken hier einmal rein in die Maschine, in die Schüssel. Und da sehen wir auch, dass die relativ weiche Brühe von eben relativ schnell fest wird. Also jetzt sind wir schon so bei 70, 75 Grad mindestens. Jetzt verkleistert die Stärke. Aus dem Brei oder aus der Soße wird ein Pudding. Und in dem Moment, wo es ein Pudding wird, können die Enzyme anfangen, die Stärke in Malzzucker zu verwandeln. Das dauert natürlich mit den paar mehleigenen Enzymen viel, viel länger als mit Aktivmalz, aber es funktioniert. Werden wir uns dann in 8 Stunden angucken. So, damit kein Kondenswasser rausgeht aus der Maschine, decken wir das jetzt ab mit der Abdeckung und lassen die jetzt einfach laufen, bis die 8 Stunden vorbei sind. Das Malzbrühstück läuft und parallel dazu, also am Vorabend, setzen wir auch noch die nächsten Vorstufen für das Weizenbrot an. Thomas Weizenleib heißt es. Zum einen ein Weizensauerteig, der geführt ist wie ein klassischer Roggensalzsauerteig. Dazu erzähle ich dann beim nächsten Rezept noch ein bisschen was. Und ein Vorteig aus Emma Vollkornmehl, ganz fest geführt und bei Raumtemperatur zur Reife gestellt. Wir fangen an mit dem Sauerteig. Dazu brauchen wir 50 Grad heißes Wasser. Das Wasser habe ich im Wasserkocher vortemperiert. Es gibt so Wasserkocher, die schaffen das. Da kann man Temperaturen einstellen. Ansonsten einfach mit dem Thermometer kalt und warm zusammenschütten, bis es 50 Grad hat. Die 50 Grad sind wichtig, damit die Anfangsteigtemperatur passt. So, dann geben wir hier Salz dazu, und zwar 3 Gramm auf die 150 Gramm Wasser. Das ist eine bestimmte Menge, die dafür sorgt, dass der Sauerteig relativ mild wird. 3 Gramm. Dann kommt das Mehl oben rauf. Das ist jetzt ein helles Weizenmehl, 550. Im Roggenbereich wäre es dann halt ein Roggenmehl, zwangsläufig. Aber wir nehmen jetzt ein helles Weizenmehl, um eine gewisse Säure dann auch im Brot zu haben. So, und jetzt kommt das Wichtigste, das Anstellgut. Das führe ich jetzt seit, glaube ich, 2009 vor mich hin. Und davon nehmen wir 30 Gramm weg. Das ist frisch aufgefrischt, also deshalb ist es auch noch so schön klebrig und glasig. Und das wird jetzt alles miteinander verrührt. Noch ein Hinweis, ihr habt gesehen, dass ich das Anstellgut direkt aufs Mehl gegeben habe und nicht ins heiße Wasser. Das hat einen ganz wichtigen Grund. Wenn ich es ins heiße Wasser geben würde, dann wäre das Anstellgut mehr oder weniger tot und der Sauerteig würde nicht mehr treiben. Also immer schön getrennt halten vom tötenden Wasser. So, beim Umrühren gleicht sich die Temperatur relativ schnell wieder an. Insofern besteht keine Gefahr mehr für den Sauerteig bzw. für das Anstellgut. So, einfach mehr oder weniger grob verrühren. Löffel abkratzen. Und ganz wichtig, so abdecken, dass der Sauerteig nicht anhauten kann. Also am besten eine Folie drüber legen oder so eine Abdeckhaube. Und dann 12 Stunden bei Raumtemperatur stehen lassen. So, nach dem Sauerteig kommt der Vorteig aus Emma Vollkornmehl. Emma ist auch ein sehr altes Getreide, das sogenannte Zweikorn. Wir hatten ja vorhin im Malzfrühstück schon das Einkorn. Emma ist ein sogenanntes Zweikorn, ist ein Hartweizen. Wer also kein Emma Vollkornmehl bekommt,
Der könnte im Notfall auch mal auf Hartweizenmehl ausweichen, um die gleichen Eigenschaften ins Brot zu bringen. Der Geschmack von Emma ist natürlich deutlich komplexer als von schnödem Hartweizen. Wir verwenden Wasser, und zwar ungefähr halb so viel Wasser wie Mehl, damit es ein wirklich fester Vorteig wird. Feste Vollkornvorteige finde ich sehr angenehm geschmacklich, deshalb verwende ich die relativ häufig. So, ungefähr 80 Gramm. Jetzt kommen wir zur Hefe. Die ist so klein bemessen, 0,15 Gramm, dass wir da keine normale Waage verwenden können, sondern eine Feinwaage. Die gibt es für ein Apfel und ein Ei im Fachhandel oder online. Oder man nimmt eine Schablone. Wer mein Buch Brotbacken in Perfektion mit Hefe zu Hause stehen hat, da ist eine Schablone eingedruckt für verschiedene Hefemengen und die kann man einfach verwenden, um das Ganze relativ genau abschätzen zu können. 0,15 Gramm ist nicht wirklich viel, aber es reicht aus, um in 12 Stunden den Vorteig zu lockern. So, ein klein bisschen. Also da bin ich auch wirklich genau bei kleinen Mengen. Je kleiner die Menge, umso genauer muss man arbeiten. Ein kleines bisschen fehlt noch. Okay, so, die Hefe kommt jetzt hier rüber ins Wasser. Ups, das reicht aus. In dem Fall dürfen wir das ins Wasser geben, weil das Wasser kalt ist, so wie es halt aus dem Hahn kommt. Und das Emma Vollkornmehl oben rauf. Und jetzt wird gerührt. Ich fange mal mit dem Finger an, das ist ja jetzt wie gesagt ein fester Vorteig. Da brauche ich nicht die ganze Hand reinstecken am Anfang, dann klebt das nur unnötig an der Hand. Das mal grob anmischen. Und dann kann ich mit der Hand reingehen, dann nehme ich auch die Waage weg, sonst leidet die Waage unter dem Druck. Da muss man sich schon ordentlich Mühe geben hier, damit das ganze Mehl auch wirklich eingesaugt wird vom Wasser. Das geht übrigens auch gut in der Maschine. Bei so festen Vorteigen, die haben wir nur dummerweise gerade blockiert vom Malzbrühstück. Und das ist in dem Fall wichtiger. Das können wir nicht von Hand machen. Deshalb die Maschine. So, es muss das gesamte Mehl eingearbeitet sein. Es darf nirgendwo mehr Mehl zu sehen sein im Teig. Und dann können wir aufhören. So, dann machen wir uns eine kleine Kugel. Die Haube kommt noch drauf und dann lassen wir das wie den Sauerteig ungefähr 12 Stunden bei 20 Grad, also bei Raumtemperatur, reifen. So, eine Vorstufe fehlt uns noch, und zwar ein Brühstück aus altem Brot. Altes Brot taucht immer mal wieder auf in Rezepten, aber vor allem zu Hause, wenn man es nicht mehr essen mag, nämlich altgebackenes Brot. Das schneide ich in Scheiben oder breche es einfach auseinander, so wie ich das hier habe, und röste das im Ofen und mahle es dann wieder auf. Das Aufmalen kann ich jetzt im Moment nicht zeigen, weil wir unser Malzbrühstück in der Maschine haben, aber morgen, also wenn wir das Altbrot wirklich in den Teig geben, da kann ich das nochmal zeigen, wie ich das klein mache. Am Ende sieht es jedenfalls aus wie Mehl, nur braunes Mehl, und das überbrühen wir mit heißem Wasser, kochendem Wasser und ein bisschen Salz. Oh, dann reicht eine kleine Schüssel aus, ist ja nicht so viel. Wir geben, wenn die Waage auf Null steht, genau, wir geben das Altbrot dazu. Das bringt ganz viel Geschmack ins Brot und vor allem auch viel Feuchtigkeit, weil es ja sehr viel Wasser binden kann, wie wir gleich sehen werden. Die genauen Mengenangaben findest du dann auf jeden Fall im Blog, in den Rezepten. Noch ein bisschen Salz obendrauf. Das ist einfach das restliche Salz, was noch ins Rezept gehört. Das packe ich gern mit in die Brühstücke rein, dann ist es schon gelöst. Ich kann es nicht mehr vergessen. Und es hält vor allem auch das Brühstück ein bisschen länger frisch. Wenn ich es jetzt ein paar Tage im Voraus schon vorbereiten möchte, dann kann ich es auch einfach stehen lassen. Und das Salz konserviert mir das Ganze. So, heißes Wasser, kochendes Wasser besser gesagt, obendrauf. Die dreifache Menge vom Altbrot. Und dann wird das Ganze verrührt mit dem Schneebesen. Es wird am Anfang erstmal so flüssig sein, wie es jetzt aussieht. Es dickt aber schon ein bisschen ein, und nach einer halben Stunde, spätestens wenn es ganz ausgekühlt ist, dann wird es fest. Genau das wollen wir. Ich rieche das jetzt hier schon, das kann man leider nicht im
Video erriechen und nachriechen. Aber es riecht fantastisch. Wie beim Malzbrühstück, wenn es fertig ist, auch, kommt jetzt auf das Brühstück mit Altbrot eine Klarsichtfolie direkt auf die Oberfläche, damit kein Kondenswasser entstehen kann. Das Ziel ist ja gerade, dass wir das Wasser im Brühstück halten, also im Brot. Wenn wir das nur oben drauf abdecken oder gar nicht, dann entsteht einfach zu viel Wasserverlust. So, so bleibt das stehen bei Raumtemperatur, hier gleich neben den Vorteigen und den Sauerteigen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. So, 8 Stunden sind vorbei. Wir schauen jetzt gleich mal rein. In ein paar Sekunden müsste sie ausschalten, was das Malzbrühstück tut. Es sollte braun geworden sein. Und in 2 Sekunden wissen wir auch wirklich, ob es so ist. Okay, erledigt, sagt sie. So, ein bisschen das Kondenswasser abwerfen. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. So, gucken wir mal. Braun ist es geworden. Ich kratze das jetzt alles mal raus. Da ist natürlich ein bisschen Kondenswasser mit dabei. Das arbeiten wir damit unter. Darum geht es jetzt auch gar nicht. Es geht eher darum, dass die Stärke in Malzzucker abgebaut wurde. Und das hat funktioniert. So, das ist immer noch ein ziemlich festes Zeug. Wer das nicht so mag, es gibt auch weichere Malzbrühstücke, dann müsste man das Rezept ein bisschen umstrukturieren und mehr Wasser in das Malzbrühstück einbauen. Aber das kann man ja halten, wie man möchte. So. Dann kommt eine Folie drauf. Und die Folie drücke ich immer gern ganz auf das Brühstück drauf, damit keine Wasserreste irgendwie an der Folie bleiben. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen Wasserverlust gehabt, ne? Das ist ganz normal, der ist mit einberechnet durch das Rühren über Nacht. Aber jetzt kann es ruhig drin bleiben. So, und so muss es auskühlen auf ungefähr 45 Grad, damit es nachher die richtige Temperatur hat für den Hauptteig. Das dauert je nach Menge, also in dem Fall jetzt vielleicht so eine halbe, dreiviertel Stunde, kommt auch ein bisschen auf die Raumtemperatur an. Wir schauen mal. So, 12 Stunden sind fast vorbei. Wir haben ja auch schon unser Malzbrühstück aus dem Gerät geholt und lassen es noch ein bisschen abkühlen. Aber in der Zeit kann ich ja noch was zeigen. Ich habe ja versprochen, dass ich noch mal zeige, wie das Altbrot aufgemahlen wird. In dem Video zum Vorgängermodell dieser Maschine habe ich das ja noch mit dem Fleischwolf aufgemahlen, das Altbrot. Jetzt lasse ich das bewusst weg, weil der Fleischwolf wahrscheinlich nicht mehr im Paket sein wird. Wenn ihr das also über den Blog bestellen wollt, diese Maschine, dann kommt der Glasmixer sowieso dazu und der geht auch super. Fleischwolf war optional, geht aber auch. Also, wir nehmen mal den Glasmixer, packen den oben auf den Anschluss drauf. Einmal festziehen, dann kommt das Altbrot rein. Wichtig ist, dass es möglichst geröstet ist, also dass die Restfeuchte raus ist aus dem Brot, damit sich der Mixer nicht so schwer tut. Es geht natürlich jeder andere Mixer auch, aber der ist halt bei der Maschine dabei. Und wie Zwieback soll es sein, das heißt, wenn ich das hier mit Hand auseinanderbrechen kann, ohne Kraftaufwendung, dann schafft es auch der Mixer, das ist ganz wichtig. Und außerdem bringt es mehr Geschmack, wenn das Brot einmal durchgeröstet ist. Bei 120 Grad ungefähr eine halbe Stunde, je nachdem wie dick das Brot noch ist im Ofen. Die Tür ein bisschen auflassen, damit die Feuchtigkeit raus kann. Und dann gibt es so ein tolles Zwiebackbrot, das man übrigens auch einfach so essen kann. Man muss es gar nicht aufmalen. So, Deckel drauf. Die Maschine noch anschalten. Und dann gehen wir einfach auf eine Geschwindigkeit, die der Maschine gut tut und uns auch. Also es ist ein bisschen, hängt auch ein bisschen von der Stückigkeit des Altbrots ab. Ich gehe jetzt erstmal hier auf 2. Stufe. Wenn man das gleich zu schnell anwirft, dann sammelt sich unten gleich zu viel Feinmaterial und dann bleiben die großen Stücke oben liegen. Die Stufe 2 ist, glaube ich, eine ganz gute Einstellung. So, und am Ende gehe ich noch mal ein bisschen höher. Auf maximale Geschwindigkeit.
Ja, und dann wird das einfach nochmal durchgesiebt durch ein Haushaltssieb oder ich habe hier so ein grobes Mehlsieb, das geht auch. Weil manchmal bleiben doch noch kleine Reste übrig, die möchte ich nicht mit drin haben und dann ist auch die Körnung einfach gleichmäßig und es kann besser durchquellen. Ja, also da bleiben noch so ein paar Relikte übrig, die würde ich dann beim nächsten Mal einfach wieder mit oben reinwerfen und dann hat sich das Ganze getan. Ja, so sieht's aus. Fein genug, um schnell zu verquellen. So, ich habe ja noch die Waage hier stehen, die kann ich mir jetzt sparen. Die habe ich gestern Abend nur gebraucht, weil die Maschine ja blockiert war. Aber die Maschine hat ja, das ist ja das Schöne an dem neuen Modell, eine integrierte Waage. Deshalb brauche ich sie nicht mehr. Was ich nicht mehr abwiegen muss, das packe ich jetzt gleich schon rein. Das ist zum einen das Altbrot-Brühstück. Das ist richtig fest geworden im Vergleich zu gestern Abend. Das kommt gleich hier rein. Und was ich auch nicht mehr abwägen muss, das haben wir ja vorhin schon aus der Maschine geholt, das ging über Nacht hier, ist immer noch schön warm, jetzt 45 Grad in etwa, das Malzbrühstück. Und wenn ich daran rieche oder sogar auch koste, dann riecht es und schmeckt es süß und genau das soll es tun. Es soll eine leichte Süße in das Brot bringen, aber anders als wenn ich einfach nur schnöden Zucker zugebe, weil es ja Malzzucker ist. So, und das ist jetzt auch gleichzeitig unsere Temperaturfunktion, weil das Malzbrühstück 45 Grad warm ist und den Teig temperieren kann. So, jetzt können wir in die Maschine gehen. Ich muss oben noch die Abdeckung wieder drauf machen, damit ich dann die Waage gut benutzen kann. Einmal auf, dann springt die Waage an, die Schüssel rein und jetzt kann es losgehen mit Abwiegen. Das erste, was ich reingebe, ist Brotgewürz, das hat sich der Thomas, der das Rezept ursprünglich entwickelt hat, bei sich zu Hause so ausgedacht. Da soll eine Spur Brotgewürz rein, das sind 3 Gramm jetzt in dem Falle, weil wir die doppelte Menge backen im Vergleich zum Blockrezept. Die Waage ist auf 0 gestellt und jetzt versuchen wir hier mal 3 Gramm reinzuwiegen. Drei Gramm Brotgewürz ist gar nicht so wenig. Das kann man aber nach Geschmack und nach Belieben verändern. So, 3 Gramm. Jetzt kommen 20 Gramm inaktives Flüssigmalz dazu. Das hat auch nochmal so eine leicht süßende Funktion. Es geht so ähnlich in die Richtung vom Malzbrühstück geschmacklich. Das kann man auch ersetzen oder sogar weglassen. Ersetzen mit Rübensirup, das kommt dem geschmacklich am nächsten. Oder mit einem sehr dunklen, kräftigen Honig. So, wenn man das hier rausholt, das kommt aus dem Kühlschrank, das ist immer eine gute Idee, das im Kühlschrank zu lagern, nicht nur, weil es dann länger hält, sondern weil es auch fester ist, dann kann man es besser transportieren in die Schüssel. Noch einmal auf 0 stellen hier und dann versuchen wir hier 20 Gramm reinzuwiegen. So, also bei Flüssigmalz sollte man nie zu schnell sein, einfach das fallen lassen, dann kann man es besser dosieren. So. So, dann steht hier schon seit geraumer Zeit eine Bierflasche auf meinem Backtisch. Ich trinke keinen Alkohol, aber das Bier mag ab und an auch mal in den Brotteig fallen. Ich habe jetzt ein dunkles Bier gewählt. Man kann auch alle möglichen anderen Sorten Biere wählen. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber dunkel ist immer gut für ein Brot, finde ich, geschmacklich wie auch von der Farbe. Deshalb dunkel. Das bringt im Wesentlichen den Geschmack ins Brot. Der Alkohol spielt keine Rolle, der verfliegt sowieso dann beim Backen. Wir geben jetzt hier 200 Gramm rein. So. Dann fehlen uns noch die Mehle. Das Hauptmehl ist Weizenmehl 550, also ein sehr helles, starkes Mehl, was uns das Brot sehr locker machen wird. Und aus geschmacklicher Sicht und für die Struktur der Krume noch interessant ist dieses Mehl. Das ist ein helles Kamut-Mehl, also Khorasan-Weizen. Das ist eine alte Weizensorte, um die sich viele Mythen ranken, aber die sollte man nicht allzu ernst nehmen. Wichtig ist, das ist ein Hartweizen. Wer also diesen Khorasan-Weizen, dieses Kamut-Mehl in hell, Type 812 wäre das, nicht finden kann, der nimmt einfach Hartweizenmehl. Das geht auch. Das kommt jetzt auch in die Maschine, die habe ich schon vorgewogen, muss ich jetzt also nicht auf die Waage der Maschine achten.
Okay, jetzt fehlen uns nur noch zwei Zutaten, nämlich die Dinge, die wir gestern Abend hergestellt haben, der Sauerteig und der Vorteig. Der Vorteig ist gut aufgegangen, der geht natürlich nicht so gut auf wie ein weicher Vorteig an Volumen, aber wenn wir hier reingucken, der hat eine ganz tolle Struktur und ich rieche es schon von hier oben, ist ein halber Meter Abstand, der hat ein unheimlich tolles Aroma. Und genau darum geht es, ne? Der bringt Geschmack in den Brotteig. Und der Sauerteig, der sieht auch toll aus, der ist noch nicht voll reif, das soll er auch gar nicht sein, weil er dann nämlich mehr Säure in den Brotteig hineinbringt. Der soll einfach nur so ein bisschen aufblubbern und eine milde Säure für das Brot mitbringen. Die gehen jetzt auch mit in die Schüssel. Der Weizensauer. Und nochmal umbitten hier, abkratzen, den festen Weizensauerteig, der ist so fest, dass da lohnt die Teigkante gar nicht. Den nehmen wir einfach so raus und reißen ihn ein bisschen in Stücke, damit der Knethaken nachher nicht diesen großen Klumpen einmal durchs Mehl zieht, wenn die Maschine anläuft und uns das ganze Mehl rauswirft. So, jetzt gibt es noch den Knethaken. Wer noch ein altes Kenwood-Modell hat, der wird wahrscheinlich noch sich erinnern oder sogar noch da haben an den Profi-Knethaken. So nannte der sich damals, das ist ein dickes Teil. Viel mächtiger als das hier und dem würde man auch zutrauen, dass er den Teig besser knetet. Das hat er damals getan im Vergleich zu dem Standardknethaken, der bei der alten Maschine dabei war. Mittlerweile ist der so konzipiert, der Haken, auch dieser schmächtige Haken hier, dass der die gleiche Knetleistung, das gleiche Knetergebnis hat am Ende. Deshalb gibt es den Profi-Knethaken auch nicht mehr mit in dem Paket, das ich über den Blog anbiete, sondern den Standardhaken, weil der genauso gut knetet, auch wenn er nicht so aussieht. Einmal zuklappen, dann stellen wir auf jeden Fall nicht die maximale Geschwindigkeit ein, die ist noch eingestellt vom Altbrotmahlen, sondern erstmal minimale Stufe. Die Zeit, wenn wir wollen, können wir auch einstellen, da verpasst man nichts, 5 Minuten Mischgang ohne Temperatur, also wir wollen jetzt nicht heizen, geht auch gar nicht, weil uns der Hitzeschutz fehlt, dann funktioniert das Ganze sowieso nicht. Also 5 Minuten langsame Stufe und los geht's. So, der Teig ist jetzt fertig gemischt. Das ist ein großer Unterschied zum Kneten. Jetzt haben wir erstmal alle Zutaten zusammengebracht. Und zwar auch ohne nachzukratzen, das ist ganz wichtig. Muss man manchmal tun, aber in dem Fall nicht, weil wir die Zutaten in der richtigen Reihenfolge reingewogen haben. Erst weich und dann fest. So, wir stellen die Knetzeit ein. Das sind nach Rezept ungefähr 8 Minuten. Das kann bei uns jetzt ein bisschen schneller gehen, weil wir doppelt so viel Teig haben. Mehr Teig heißt kürzere Knetzeit. Die Geschwindigkeit ist jetzt auch eine Stufe höher, auf 1, nicht mehr auf Min. Und ja, dann kann es eigentlich losgehen. So, ich stoppe jetzt die ganze Geschichte so 2 Minuten vor Ablauf der 8 Minuten, also nach 6 Minuten Knetzeit schon, weil der Teig schon gut aussieht und ob er wirklich perfekt ist, das schauen wir uns jetzt an, indem wir ein sogenanntes Fenster ziehen. Das ist der berühmte Fenstertest. Das Indiz, dass sich der Teig von der Schüssel löst, das darf man nicht immer allzu ernst nehmen. Der Teig ist sowieso relativ fest, er hat sich von Anfang an schon im Mischprozess von der Schüssel gelöst. Das heißt nicht, dass er fertig geknetet ist. Fertig ist er erst, wenn sich ein dünnes Teighäutchen ziehen lässt. Und dazu nehme ich mit nassen Fingern ein Stück ab, mache auch die andere Hand jetzt nass und versuche das zwischen den Fingern auszuziehen, möglichst dünn. Und wenn das geht, so wie hier, dann ist der Teig fertig geknetet. Das gilt natürlich nur für weizenreiche Teige, Weizendinkel. Mit Roggenteigen funktioniert das nicht. So, irgendwann fängt er an zu reißen, ne? Aber es muss so eine dünne, glatte Membran entstanden sein. Dann ist er fertig. So, jetzt kann der Teig also aus der Schüssel raus. Auch da helfen nasse Hände, vor allem um den Haken sauber zu machen. Den streife ich einfach ab und dann bleibt kein Teig an meiner Hand kleben. Den kann man jetzt entweder in der Schüssel drin lassen, aber das mag ich ungern. Da kann ich nicht so gut reinschauen wie in der großen Schüssel. Deshalb hole ich den jetzt hier raus. Pack den in die übersichtliche Schüssel, zumal wir ihn dann nachher noch dehnen und falten wollen. Und das macht sich in so einer etwas breiteren Schüssel deutlich besser. So, Häubchen drauf.
und dann sehen wir uns in einer halben Stunde wieder. So, eine halbe Stunde ist vorbei vom Weizenleib, von Thomas Weizenleib, und nach dieser halben Stunde und in einer halben Stunde wieder soll der Teig gedehnt und gefaltet werden. Und das machen wir mit nassen Händen, am besten gleich in der Schüssel, da entsteht am wenigsten Aufwand und Dreck. Einfach die Hand nass machen und dann unter den Teig gehen mit der Hand, ihn so weit dehnen, wie er sich dehnen lässt, und dann zur Mitte umschlagen und andrücken und dann das Ganze von allen Seiten. Das ist ein relativ fester Teig, das heißt, da muss ich das gar nicht so intensiv machen, weil er schon viel Stabilität hat. Der Sinn hinter dem Dehnen und Falten ist im Wesentlichen, dem Teig mehr Spannung zu geben und damit mehr Gashaltevermögen. Das heißt, das Gas, was die Hefen und die Milchsäurebakterien bilden, das soll besser im Teig gefangen bleiben, damit das Brot am Ende lockerer wird. Dann kommt die Haube wieder drauf und in einer halben Stunde geht das Gleiche von vorn los. Wir haben jetzt eine Stunde Ruhezeit für den Weizenleib. Der ist schon ein bisschen aufgegangen. Und jetzt kommt nochmal die zweite Runde Dehnen und Falten. Wieder mit nasser Hand drunter gehen und umschlagen. So. Und jetzt kann er noch eine halbe Stunde aufgehen und dann wird er geformt. Wir haben jetzt anderthalb Stunden Reifezeit oder besser gesagt Ruhezeit, die Stockgare, geschafft für den Weizenleib und schauen uns jetzt mal an, wie er aussieht. Das ist ganz nett, der ist ein bisschen aufgegangen, ein bisschen Luft ist hier drin, das soll auch so sein. Und jetzt bringen wir den mal auf den Tisch und formen ihn rund. Als Streumehl nehme ich immer alle Mehlreste, die so in den Tüten überbleiben. Das ist ein Mischmasch aus Schrot und Hartweizenmehl und normalem Weizenmehl und Roggenmehl, alles durcheinander, das was halt da ist. Kann gut kräftig auf den Tisch. Dann kommt der Teig hinterher. Bisschen Mehl oben drauf, dass die Teigkarte gleich nicht klebt. Und jetzt werden wir den erstmal halbieren. Wer das zu Hause nachbäckt, original nach Blockrezept, der braucht nichts halbieren, weil ich ja hier die doppelte Menge habe, damit wir dann zwei verschiedene Backergebnisse zeigen können. Ein bisschen jonglierend. Ich zeige jetzt gleich zwei Techniken, so einen Leib rund zu formen. Jetzt geht es auch gar nicht darum, die Luft drin zu lassen, so viel ist ja eh noch nicht da drin, sondern es geht darum, den straff zu wirken, das heißt eine straffe Oberfläche herzustellen, damit nachher umso mehr Gas gefangen werden kann im Teig und das Brot entsprechend locker wird. So, die erste Methode ist eine relativ einfache, da geht es nur darum, die Unterseite nach oben zu heben und anzudrücken. Dann dreht man das Ganze gegen den Uhrzeigersinn und macht das alles reihum. Immer schön von unten arbeiten, dann kann nie was kleben. So, und dann haben wir hier diesen wilden Schluss, diese wilde Naht. Die kommt nach unten, wird nochmal richtig schön eingestrafft. Und dann der Gärkrupp gemehlt und dann setzt man den Teigling mit der Naht nach unten. Ich zeige es nochmal, so sieht sie dann aus und wird nachher aufreißen beim Backen, richtig schön. Mit der Naht nach unten in den Gärkorb. Dann kommt die Haube oben drauf und so reift er dann ungefähr 1,5 bis 2 Stunden bei Raumtemperatur weiter. Ja, die zweite Technik, das ist eher die Bäckertechnik. Das Ergebnis ist am Ende das gleiche, aber der Bäcker macht es halt ein bisschen schneller und effektiver. Er geht ran, ich mache das mal langsam, bisschen Mehl drauf. Er geht ran, drückt den Teigling leicht weg, holt ihn sich hoch, drückt ihn an und rotiert den Teigling dabei gleich. Und so geht das immer weiter. Und das kann man so schön langsam machen, das kann man aber auch im Schnellgang tun. Und wenn man entsprechend Mehl mit einarbeitet, dann hat man hier unten auch einen Schluss. Aber der ist eher spiralförmig im Vergleich zu dem anderen, der war ja eher von allen Seiten eingeschlagen. Also das wäre jetzt ein etwas anderes Aussehen für das Brot am Ende. So, auch das wieder hier in den Korb setzen. Die Haube oben drauf und zum Kollegen nebenan.
Der Teig ist gerade auf Gare, in der Stückgare, und das lässt uns Zeit, erstens daran zu denken, die Öfen anzuschalten. Das machen wir gleich. Und zweitens können wir uns mal über den Dampf unterhalten. Dampf ist ganz wichtig beim Brotbacken, damit der Brotlaib schön aufgeht und entsprechend schnell nach oben treibt, damit Energie an den Teigling kommt. Und es sieht natürlich auch schöner aus, wenn das Brot am Ende glatt ist und glänzt und nicht irgendwie rau und matt und stumpf an der Oberfläche. Das schmeckt zwar trotzdem gut, aber es sieht nicht so schön aus. Und wir gucken uns das mal an, was ich hier habe, um gut zu bedampfen im Haushaltsofen. So, um viel Dampf zu erzeugen auf einen Schlag, braucht man irgendwie was, was schwer ist, was dicht ist, was eine große Oberfläche hat. Und das habe ich einerseits hier als Kugeln. Das sind einfach Luftgewehrkugeln aus Stahl. Die rosten aber irgendwann, wenn man nicht aufpasst. Oder man nimmt sich einfach Edelstahlschrot. Das ist dieses Zeugs hier. Ups. Dieses Zeugs hier. Einfach quasi Abfälle aus der Metallproduktion. Und das kann man sich kaufen, kostet genauso viel wie die Kugeln, aber rostet nicht. So, und das wird aufgeheizt. Das sind ungefähr 2,5 Kilo Material zusammen in so einer Edelstahlform. Die kann man sich kaufen als Luftbefeuchter für Kaminöfen. Wer das nicht findet im Netz, der kann in den Blog in die häufigen Fragen klicken und da als Stichwort Dampf eintippen. Und dort ist das entsprechend verlinkt. Ja, diese zwei Sachen, oder besser gesagt einer von beiden, je nachdem, was man hat, geht in den Ofen und wird dann, wenn es heiß ist, bespritzt mit 60 ml Wasser aus einer Blasenspritze. Die gibt es in der Apotheke für wenig Geld. Und dann hat man perfekten Dampf wie im Bäckerofen, wie im Profi-Bäckerofen. So, wir schauen uns mal so einen Ofen an. Die sind jetzt schon ausgestattet. Hier ist wieder dieser Kasten drin mit den Kugeln in dem Fall. Und was noch wichtig ist zum Backen, ist der Backstein. Ein guter Backstein ist aus Schamott oder wie bei mir jetzt aus Tuff, das spielt aber keine Rolle. Einfach nach Pizzasteinen googeln oder ins Fachgeschäft gehen zum Ofenbauer. Die haben meistens Schamottsteine da. Dann kann man sich das zusägen lassen. Wichtig ist, dass er so mindestens 15 mm Dicke hat, damit genügend Wärme gespeichert werden kann. Und das alles heizt man auf, ungefähr eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde auf für uns jetzt 250 Grad. Ober- und Unterhitze, dann ist der Stein richtig heiß und die Kugeln sind auch richtig heiß und dann werden wir gleich sehen, was passiert, wenn das Brot da in den Ofen geht. So, wer jetzt keinen Backstein hat oder keinen Dampf haben will, der kann auch im Gusseisentopf backen. Das ist einfach ein stinknormaler Gusseisentopf, geht auch der alte Gänsebräter von Oma. Der wird mit aufgeheizt, ohne Fett, ohne alles, einfach mit aufheizen, genau wie den Stein, eine halbe, dreiviertel Stunde, auch bei 250 Grad. Dann braucht es auch nicht diesen Dampfkasten hier drin, den kann man rauswerfen oder gar nicht erst einkaufen, einfach einen Gusseisentopf reinstellen, aufs Gitterrost und dann auch vorheizen auf 250 Grad. Und dann wird der Dampf vom Teigling selbst erzeugt. Der Dampf bleibt in diesem kleinen geschlossenen Raum vom Gusseisentopf und es gibt ungefähr die gleiche, sogar manchmal eine bessere Wirkung als ein Profi-Bäckerofen bzw. als so ein Bedampfer, den ich da gerade eben erklärt habe. Die Weizenlaibe, die beiden, die sind jetzt reif, haben ihre 1,5 bis 2 Stunden weg. Jetzt waren es eher 2 Stunden, weil es hier noch relativ kühl war in der Backstube. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie es aussieht. Durch die Folie durch habe ich schon den Eindruck, dass das gut wird. Ja, die fühlen sich auch super an. Noch ganz stabil, aber viel Luft drin. So muss das sein, damit nachher der Schluss wild aufreißen kann. So, das Backpapier liegt auf einem Brett, damit wir das dann gleich in den Ofen schieben können. Das ist eine Backfolie, die verwende ich statt Backpapier. Es geht aber auch ganz normales Backpapier, ist auch kein Problem. Der Teigling wird jetzt hier rausgekippt. Einfach so rausfallen lassen, zack. Dann sieht man schon, wie schön der Schluss nachher gleich aufreißen wird im Ofen. Das liegt daran, weil wir ein bisschen Mehl eingearbeitet hatten vorhin beim Formen. Und dann wird das richtig explodieren im Ofen, wird richtig groß werden und wild aufreißen. So, wir sehen uns am Ofen wieder. So, der Ofen hat 250 Grad, der Backstein auch. Brot geht rein, ohne Brett. Und der Dampf kommt noch dazu. Das Brot braucht jetzt ungefähr 45 Minuten bei 220 Grad, bis es fertig ist und hoffentlich gut aussieht. Wir haben hier noch einen zweiten Teigling für den Gusseisentopf. Das ist dann die andere Variante. Den holen wir raus, der hat 250 Grad.
nehmen den Deckel ab und kippen den Teigling einfach hier rein, beherzt. Dann kommt der Deckel wieder drauf, damit der Dampf im Topf bleibt. Der Topf ist der Backsteinersatz und der Deckel ist der Dampfersatz. Wir drehen auf 230 Grad runter von 250 und lassen den jetzt ungefähr eine halbe Stunde da drin. Und in der letzten Viertelstunde nehmen wir den Deckel ab, damit das Brot noch richtig knusprig wird, also der Dampf rausgeht und die Kruste schön antrocknet und am Ende auch richtig braun wird. Brauner wahrscheinlich sogar als mit dem Brot ohne Gusseisentopf. Die Dreiviertel Backzeit ist ungefähr vorbei im Topf. Ich nehme mal raus, damit man das besser sieht. Der Deckel geht auf. Hier abgelegt. So sieht es aus, ist super aufgegangen. Aber noch nicht braun genug und die Kruste ist noch ganz weich. Deshalb nochmal zurück in den Ofen und die letzten 10-15 Minuten ohne Deckel backen. Die Backzeit ist rum, die Kerntemperatur passt auch. So ein Brot sollte 96 bis 98 Grad Kerntemperatur haben. Ich backe es gern dunkel, deshalb sieht das jetzt auch so aus. Man kann das natürlich auch ein bisschen weniger heiß backen oder ein bisschen kürzer. Aber ich mag das so ringsrum tiefbraun und oben der Grat schon ein bisschen mehr als braun. So soll das sein, für meinen Geschmack. Gleich holen wir noch das Topfbrot raus, jetzt geht das erstmal hier rüber. Das Topfbrot hat jetzt die gleiche Farbe wie das andere, weil wir den Deckel vorher abgenommen hatten. Einmal rauskippen. Sieht schon ein bisschen anders aus, weil wir ja auch verschieden geformt haben. Das schauen wir uns gleich an, wenn es ausgekühlt ist. Kommen wir zum zweiten Rezept. Das ist deutlich einfacher gehalten, weil nicht so viel Vorbereitungen sind, beziehungsweise am Ende ist es auch viel weniger Teig, weil wir kein Brot backen, sondern Stangen, die sogenannten Hornberger Burgstangen. Die habe ich vor Jahren mal auf einer Bäckertour, im Urlaub war ich da unterwegs zu Fuß, auf einer Bäckertour auf dem Campingplatz entwickelt. Und die sind ein bisschen in die Jahre gekommen von der Herangehensweise, deshalb habe ich das Rezept jetzt einmal überarbeitet. Und die neue Version findest du dann natürlich auch im Blog. Den Anfang machen Vorteige und Sauerteige, im Speziellen einen Salzsauerteig, einen Roggensalzsauerteig. Den rühren wir gleich an und ein fester Weizenvorteig. Der Salzsauerteig hat ganz viele positive Merkmale. Die Maschine piepst immer so ein bisschen, die möchte gern ausgeschaltet werden, also nicht wundern. Der Salzsauerteig heißt Salzsauerteig, weil da Salz drin steckt, und zwar 2% der Mehlmenge. Und die kommen rein, damit die Milchsäurebakterien nicht so viel Säure produzieren. Die Hefen dagegen lassen sich davon nicht beeindrucken, die sorgen einfach weiter für CO2 und deshalb wird es ein sehr, sehr milder Einstufensauerteig. Wir rühren ihn also einmal zusammen mit einer Wassertemperatur von 50 Grad, damit das schön warm ist am Anfang, und dann lassen wir ihn einfach stehen im Raum über Nacht und am nächsten Tag ist der ganze Sauerteig dann reif und mild. Das machen wir jetzt und zwar mit der Maschine. So, die Maschine nutzen wir jetzt gleich als Waage, das hatte ich ja beim ersten Rezept auch schon angekündigt, dass das geht, und das geht, wie gesagt, an jeder Stelle der Maschine. Insofern können wir auch hier oben abwiegen. Einmal auf 0 stellen und jetzt brauchen wir erstmal ungefähr 5 Gramm Salz. Da kann ich vielleicht noch eine Geschichte zu erzählen. Im Rezept steht irgendwas mit Kommastelle, ne, wenn man es richtig ausrechnen würde. Das muss natürlich nicht so exakt abgewogen sein, aber ich gebe das so exakt an, weil wenn man die Rezepte rauf und runter rechnen möchte in den Mengen, dann gibt es zumindest von mir erstmal keinen Rundungsfehler vorgegeben. So, hier müssen noch so ein paar Krümel rein. Und dann stellen wir wieder auf 0. Der schwankt immer noch ein bisschen, aber auf die 0,x Stellen kommt es nicht an. Dann kommt das Wasser dazu. Das Wasser immer zuerst reingeben mit dem Salz, dann das Mehl oben rauf und dann erst das Anstellgut, damit das Anstellgut nicht vom heißen Wasser, das hat ja 50 Grad, nicht vom heißen Wasser abgetötet wird. Einmal 240 Gramm. Roggenmehl Type 1150 kommt oben drauf. Das habe ich schon vorgewogen. Und dann wiegen wir einfach noch unser Anstellgut hier rein. Das müsste jetzt eigentlich fast das ganze Glas sein. Mit einem ganz kleinen Rest muss ich haushalten, weil daraus muss dann wieder neues Anstellgut werden. Mehr habe ich leider nicht mehr da, also wenn das jetzt nicht genau diese 48 Gramm sind, die ich brauche, ach guck, passt schon, Glück gehabt. Also dieser kleine Rest hier, der ist noch da und da füttere ich jetzt wieder Mehl und Wasser rauf. Das lasse ich jetzt reifen, 8 Stunden, und dann ist das Glas wieder mit
neuem Anstellgut gefüllt für die nächsten Backaktionen. So, jetzt verrühren wir das Ganze noch. Dann gleicht sich die Temperatur relativ schnell an, dann kriegt der Sauerteig also keinen Schock, das Anstellgut keinen Schock. Das reicht schon. Gut, dann noch eine Abdeckung drauf, damit das nicht anhauten kann. Und so bleibt es 12 Stunden bei 20 Grad im Raum stehen. Für den Vorteig brauchen wir ein Minimum an Hefe, nämlich 0,3 Gramm. Und die wiegen wir mit einer Feinwaage ab. Das schafft natürlich die große Kenwood nicht. Das wäre ein bisschen zu viel verlangt. Deshalb nehmen wir die Feinwaage oder eine Schablone, das hatte ich beim ersten Rezept ja schon kurz erklärt. Ne? Auf 0,01 Gramm, aber auf 0, jetzt haben wir hier doch ein bisschen zu viel. Nehmen wir da was weg. Die läuft ein bisschen nach hier, die Waage. So, das passt. Also 0,32 sagt das Rezept jetzt bei mir hier. 0,31 ist auch okay. Und das geht jetzt gleich in die Schüssel. Das kann ich schon reinwerfen. Und dann gehen wir mit der Schüssel auf die Maschine und wiegen hier weiter ab. Einmal auf 0, dann kommt kaltes Wasser, so wie es halt aus dem Hahn läuft, da kommt es nicht aufs Grad genau an, nur warm sollte es nicht sein. Kaltes Wasser rein. So, und Weizenmehl Type 550, ganz hell. Das war schon vorgewogen. Und dann geht es wieder auf den Tisch. Einmal grob vermischen, am besten nur mit einem Finger oder mit einem Löffel. Dann bleibt nicht so viel an der Hand hängen. Und wenn es einigermaßen zusammengekommen ist, dann kann die ganze Hand arbeiten, weil es ja ein fester Vorteig ist, da muss man schon ein bisschen mit Kraft rein. Der Vorteig wird jetzt so lange gemischt, bis es alles zusammengekommen ist, bis eine Kugel entstanden ist. Bleibt das dann 12 Stunden bei 20 Grad stehen, mit einer Haube drauf oder einem Deckel oder einer anderen Folie. Und dann schauen wir morgen mal, wie die aussehen. Einen dritten Schritt haben wir noch für die Vorbereitung für die Burgstangen. Und zwar brauchen wir ein Kochstück aus Roggenschrot und Rotwein. Das Spannende daran ist natürlich der Rotwein, geschmacklich, aber viel spannender ist erstens, wo kriegen wir das Roggenschrot her und zweitens, wie stellen wir das Kochstück her? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Wir müssen jetzt aber erstmal sehen, dass wir hier diese Roggenkörner in Schrot verwandeln. Und dafür nehmen wir einfach die Mühle, die zur Maschine dazu ist, oder wer eine Haushaltsmühle hat, kann die auch auf grobe Einstellung stellen und damit das Schrot mahlen, oder wer einen Müller um die Ecke hat oder irgendeinen kennt, wo er das herkriegt, der kann natürlich auch den groben Roggenschrot bestellen. Wir gehen an die Maschine, die Abdeckung muss ab, dann einmal arretieren, anschrauben. Die Maleinstellung justieren wir jetzt gleich noch ein bisschen an das, was wir brauchen. So, dann schalten wir die Maschine mal an und dann kommen die Körner oben rein, das ist ganz wichtig, erst anschalten und dann Körner oben rein, sonst verstopft die Mühle. Das gilt für alle Haushaltsmühlen, nicht nur für diese hier speziell. Wir stellen auf ungefähr Stufe 3 oder 4 und dann geht's los. So, die Körner oben rein. Die Schrotgröße passt schon, deshalb müssen wir jetzt gar nichts einstellen. Das Ganze ist ein Stahlmahlwerk, das gibt es auch in Stein. Stahlmahlwerk hat den Vorteil, dass man damit auch Ölsaaten mahlen kann, also Mohn und Leinsaat etc. So. Das war's. Wir haben jetzt hier unsere Menge Schrot selbst hergestellt. Ist auch ein sehr schönes Schrot, weil es gequetscht ist über dieses Stahlmahlwerk. Das ist also ein Schrot, was man auch in der Mühle, in der richtigen Mühle, professionellen Mühle, so bekommt. Also nicht geschnitten, sondern wirklich gequetscht. Und das gibt einen ganz tollen Biss nachher in den Stangen und es quillt auch besser auf gleich mit dem Rotwein. So, ich habe in der Zwischenzeit schon alles wieder abgebaut und den Hitzeschutz draufgesteckt. Jetzt kommt noch der Haken dazu, das Flexi-Rührelement, so heißt das Ding.
Einfach damit nachher gleich, während das Kochstück in der Maschine kocht, das ist nämlich das Ziel, der Rand sauer bleibt. Die Alternative wäre, sich einen Kochtopf herzunehmen und den auf den Herd zu stellen und alles gleich so einzuwiegen, wie wir es tun, und dann mit Schneebesen dazustehen und zu warten, bis das Ganze kocht und fest wird. Also das Rührelement rein, die Schüssel rein und dann stellen wir unsere Waage wieder auf Null und fangen an mit Abwiegen. Salz, Rotwein und unser Schrot von eben. Das Salz, die Reihenfolge ist jetzt hier fast egal, weil es eh gleich durchmischt wird. Dann brauchen wir das Schrot einmal auf Null stellen. Wir brauchen dreimal so viel Rotwein wie Roggenschrot, damit es gut verquellen kann. So, machen die Maschine zu, stellen auf keinen Fall Stufe 4 ein, sondern minimale Stufe. Das reicht aus, eine Zeit brauchen wir auch nicht, das sehen wir gleich. Und die Temperatur auf 100 Grad, dann wieder auf die Geschwindigkeit gehen und auf Start. Bestätigen. Los geht's. Es wird langsam heißer, es steigt Wasserdampf auf und das Roggenschrot verquillt langsam. Am Anfang war das ganz wässrig da unten, jetzt wird es langsam dicker. Und wenn es dann anfängt zu blubbern, also wirklich kocht, dann schaltet man die Maschine schon wieder aus. Jetzt höre ich zumindest Blubber. Ja, da unten blubbert es. Dann stellen wir jetzt aus. Genau so wollen wir das haben. Wir sind fertig. Die Maschine hat das Ganze aufgekocht innerhalb von 3 Minuten ungefähr. Es ist noch relativ weich, wenn wir uns das dann nach 12 Stunden anschauen, so lange liegt das jetzt, ungefähr so lange wie die Sauerteige und die Vorteige auch, dann wird das richtig fest sein. Weil das Schrot ist ja sehr grobkörnig, das braucht eine Weile, bis das wirklich im Kern angekommen ist, das Wasser. So, und damit kein Kondenswasser entsteht, decken wir das mit einer Folie ab. Direkt wieder auf die Oberfläche, wie beim anderen Rezept auch schon, mit dem Altbrotbrühstück einfach drauflegen und dann so lange wie die Sauerteige und Vorteige reifen, auch bei Raumtemperatur stehen lassen. Ja, wir haben 12 Stunden verbracht mit dem Sauerteig, aber in getrennten Betten. Deshalb schauen wir uns jetzt gleich den Sauerteig an und den Vorteig, wie es Ihnen geht. Das Kochstück ist noch so wie gestern Abend, nur ein bisschen fester geworden. Und was dann noch zu diesen drei dazukommt, ist ausschließlich Weizenmehl 550 und Roggenmehl 1150. Es kommt kein Salz mehr dazu, das haben wir schon verkocht im Kochstück. Hefe kommt auch nicht dazu, weil das alleinige Triebmittel der Sauerteig ist, mit dem bisschen Hefe, das im Vorteig steckt. Der Sauerteig, genau, der sollte sich schon von der Wölbung, die er ursprünglich hatte, ein bisschen in die Ebene bewegt haben. Das ist ein Zeichen für gute Reife. Wenn ich den jetzt mal mit Schwung aufsetze, dann sollte er auch einfallen. Das ist der perfekte Reifepunkt. Ich sage immer, wenn er auf Verlangen einfällt, dann hat er die richtige Reife. So soll das sein. Und beim Vorteig sieht es ein bisschen anders aus. Na, der ist fester gewesen, der ist aber auch voll reif. Der ist bei weitem nicht mehr so fest wie gestern Abend, als wir den zusammengerührt haben. Und ich reiße ihn mal ein bisschen auf. Man sieht auch diese Wabenstruktur sehr schön hier drin. So muss das sein. Da ist viel Luft drin, viel Geschmack. Und genau deshalb geben wir den ja in die Stangen hinein, damit die am Ende besser schmecken. Ja, und einen haben wir noch. Und zwar das Kochstück. Können wir hier oben drauf fassen. Der ist bombenfest geworden. Gestern Abend war das noch so relativ weich. Einmal aufmachen. Ne? Könnte man auch als roten Pudding verkaufen oder sowas in der Art. Schmeckt noch nicht, weil es unheimlich salzig ist, denn das gesamte Salz ist ja da schon drin, was in den Brotteig kommen soll. So, jetzt geht es nur noch darum, das ist keine handwerkliche Kunst, diese 5 Schüsseln, also die vorgewogenen Mehle und die 3 Vorstufen in die
Knetmaschine zu packen und dann werden wir mal sehen, was da passiert. Fangen wir an mit dem Kochstück. Das ist wirklich wie Gummi. So soll das sein. Das geht ja gerade darum, dass wir das Wasser binden. Dann der Sauerteig, da können wir uns nochmal die Struktur angucken hier drin. So soll das sein, auch so wabenartig, ein bisschen schaumig. Und der Vorteig, auch hier sieht man die Struktur nochmal ganz toll. Der kommt auch hier rein. Ja, und dann fehlt noch das Weizenmehl, 550. Das macht die Stange ein bisschen lockerer, weil es sind ja sehr roggenlastige Stangen. Und das, die Hauptkomponente ist das Roggenmehl, das haben wir auch schon im Sauerteig drin, das dominiert. Also wenn man es jetzt als Brot backen würde, wäre es ein Roggenmischbrot, aber es sind ja nun dann am Ende jedenfalls kleine Stangen. So, der Haken dazu, Spiralhaken. Und dann mischen wir erstmal 5 Minuten auf niedrigster Stufe, minimale Stufe und 5 Minuten. Na, so. So, ich halte jetzt die Maschine einmal an. Das ist ja ein sehr roggenlastiger Teig, hatte ich gesagt. Und im Vergleich zu dem Weizenleib, den wir auch schon hergestellt haben, ist das ein Teig, der zieht sich nicht von allein von der Wandung ab. Der nimmt auch die Mehlreste von der Wandung nicht unbedingt mit. Deshalb muss man bei roggenlastigen Teigen immer mal nachschaben, also mindestens einmal im Laufe des Mischprozesses, damit wirklich das gesamte Mehl mit reinkommt. Das liegt also nicht an der Maschine, das macht fast jede Maschine so, außer die Maschinen, die einen eigenen Schaber noch an der Wand haben, sondern das liegt am Roggen. Deshalb einmal auch wirklich unten den Boden freikratzen, vielleicht sogar umdrehen, den ganzen Teigball, und dann kann es weitergehen. Dann kriegen wir auch wirklich das gesamte Mehl und haben nachher im Brot keine Mehlreste. So, die 5 Minuten Mischzeit sind um. Wir haben jetzt hier einen sehr grob gemischten Teig, müssen jetzt aber noch eine Teigstruktur reinbringen. Roggen bringt keine Teigstruktur, keine dehnbare jedenfalls, aber der Weizenanteil, der drin ist, der dann kann noch entwickelt werden. Das Klebereiweiß kann sich noch vernetzen und das machen wir auf der nächsthöheren Stufe. Erstmal 5 Minuten und dann schauen wir uns das Ganze wieder an. So, die Maschine hat jetzt ungefähr 3 Minuten geknetet im Schnellgang. Ich halte jetzt an und wir schauen uns das mal an. So sieht der Teig super aus. Der muss ganz glatt sein. Der wird nie so glatt und dehnbar wie ein reiner Weizenteig, weil wir einen sehr hohen Roggenanteil dabei haben. Aber es muss so ein bisschen aussehen wie italienische Eiscreme, wie gute italienische Eiscreme. Wenn man das als Eiscreme verkaufen könnte von der Oberflächenstruktur her, dann ist der Teig auch fertig geknetet. So, normalerweise würde man den Teig jetzt rausnehmen, in eine Schüssel packen und einfach bei Raumtemperatur gehen lassen. Das ist jetzt aber ein Rezept, das haben wir ja vorhin gemerkt, ne? Da ist nirgendwo noch Wasser drin im Hauptteig. Wir haben also gar nichts zum Temperieren des Teiges. Er braucht so 28 Grad Teigtemperatur, weil wir überwiegend mit dem Sauerteig lockern und damit es mild wird, braucht er diese 28 Grad. Und wir können jetzt aber nichts tun, außer von außen versuchen, Temperatur aufzudrücken. Und wer jetzt einen Raum hat, wo es 28 Grad warm ist, eine Gärbox oder einen Ofen anschalten, das geht. Aber was auch geht, jetzt wo die Maschine einmal da ist, kann man natürlich auch in der Maschine die 28 Grad einstellen. Haken kommt raus. So, einmal zuklappen und dann stellen wir ein. Die Geschwindigkeit ist auf aus. Das ist auch ein Vorteil der neuen Maschine. Die alten Maschinen, die sind immer mitgelaufen, während die Temperatur eingestellt war und der Teig nur aufgehen sollte. Jetzt kann man das ausstellen und die 28 Grad, die habe ich jetzt hier schon drin, ne, kann man 28 Grad einstellen. Die Zeit stellen wir zurück oder stellen es auf, können wir auch so machen, stellen wir auf eine Stunde. Das ist nämlich die Ruhezeit und dann läuft die einfach mit. Auf geht's. So, damit der Teig nicht austrocknet, kommt noch die Abdeckung oben drauf für die eine Stunde Ruhezeit. Und dann schauen wir uns das Ganze an. So, unser Teig ist jetzt gleich fertig gegangen. Die eine Stunde ist vorbei. Die Maschine hat sich gerade ausgestellt. Sie sagt erledigt. Ich nehme das mal ab und wir schauen uns das mal an.
Da sollte jetzt ein bisschen Luft drin sein. Nicht so viel, weil dann kann man den roggenlastigen Teig nicht mehr gut formen. Aber zumindest genügend, dass wir sehen, dass da irgendwas passiert ist. Ja, das sieht auch gut aus. So. Der muss einmal auf den Tisch. Ja, da sind auch die Luftbläschen drin. Und es riecht herrlich nach Rotwein. Genau, hier sieht man so ein bisschen, dass sich was bewegt hat im Teig. Und jetzt stechen wir uns 150 Gramm Stück ab mit der Teigkarte. Erstmal schauen, dass nirgendwo irgendwas klebt. Und dann grob schätzen, war zu viel. Das ist ein relativ klebriger Teig im Vergleich zu dem Weizenleib, den wir jetzt schon gebacken haben. Das macht aber nichts. Das Mehl hilft, nur möglichst nur unten dran und nicht so viel oben drauf, weil das würde man dann gleich mit einarbeiten. So, die nächste Aufgabe ist erstmal alle in eine einheitliche Form zu bringen. Die sehen ja jetzt alle anders aus, je nachdem wie man abgestochen hat. Deshalb drehen wir sie jetzt einmal um. Bemähte Seite nach oben, auch die Hand nochmal ins Mehl. Und jetzt wird vorsichtig ohne Druck rund geschliffen. Dass das hier unten so klebt, ist normal. Dafür gibt es die Teigkarte. Das schieben wir weg. Und dann drehen wir den rundgeschliffenen erstmal zurück, also Schluss nach oben aufs Mehl. Und dann kommt der nächste. Wichtig ist, dass unten kein Mehl dran ist, sonst würden wir das Mehl jetzt mit einarbeiten und haben dann in den Stangen überall dicke, feste Schlieren. Die Teiglinge, wenn sie dann lang geformt sind, müssen erstmal noch aufgehen. Sonst haben wir nur Gummibrote nachher, Gummistangen. Und das tun sie in einem Leinentuch. Ich lege da mal so ein Brett drunter oder ein Blech, dann kann ich es noch transportieren. Leinen ist besser, weil sich das nicht so schnell verklebt wie Baumwolle mit dem Teig. Kommt ein bisschen Mehl drauf. Und dann geht's los. Jetzt sehen wir einfach, dass die klebrige Seite nach innen kommt und kein Mehl oben drauf und die bemähte Seite außen bleibt, damit es nicht klebt für uns. Also ein bisschen platt drücken, einschlagen und dann kommt schon die Hand und rollt das in viel Mehl, damit unsere Hand nicht festklebt, zu einer Wurst aus, zu einer Stange. Und die geht mit dem Schluss, wenn man ihn überhaupt noch findet, ich finde ihn gar nicht mehr, dann geht sie irgendwie ins Leintuch, aber schön gerade reinlegen. Dann ziehen wir eine Falte dazwischen und dann kommt die nächste Stange. Fünf Stangen sind für das Rezept vorgegeben. Die passen auch alle zusammen in den Haushaltsofen. Die werden jetzt zugedeckt mit dem Rest vom Leinentuch und dann gehen die ungefähr 2 Stunden bei Raumtemperatur und danach ab in den Ofen. Für die Burgstangen müssen wir dann auch den Ofen anheizen. Wir haben ja beim Weizenleib schon gesehen, was rein muss. Ein Backstein am besten und auch so ein Bedampfungsgerät oder wer einen Backofen hat, der selber dampfen kann. Das geht natürlich auch, wenn er gut ist. Alternativ zum Backstein ginge auch ein Stahlblech oder noch einfacher ein umgedrehtes Backblech. Umgedreht deshalb, weil wir einfach dann die Teiglinge besser raufschieben können und wieder rausholen können. Auch das heizen wir auf 250 Grad auf und warten dann, wenn es ein Blech ist, eine halbe Stunde, wenn es ein Backstein ist, ungefähr eine Dreiviertel bis eine Stunde, bis wir die Teiglinge reinschieben können. Jetzt, wo die Teige
auf Gare stehen, haben wir noch ein bisschen Zeit, um uns nochmal der Maschine zu widmen. Das ist ja, wie gesagt, das neueste Modell. Das kommt gerade erst so richtig auf den Markt. Und ich bin aber jetzt schon relativ überzeugt davon, weil sie kann das, was sie schon über die letzten Jahre auch konnte, also auch meine erste Maschine von 2009, konnte schon vernünftig kneten. Das tut sie natürlich auch, so ungefähr bis 2 Kilo mit normal festem Teig. Und wenn er sehr weich ist, so ein Ciabatta-Teig, schafft sie schon auch mal 3 Kilo, aber dann würde ich aufhören damit. Immer niedrigste Stufe und erste Stufe nehmen und dann kann da nichts schief gehen. Das haben wir schon gesehen. Aber sie kann eben nicht nur kneten, sondern wir können damit auch Altbrot herstellen, geröstetes Altbrot aufmahlen mit dem Mixer oder mit dem Fleischwolf, wer den hat. Wir können Dinge aufschlagen, da gibt es noch eine Route dazu, also Eischnee aufschlagen. Da gibt es sogar ein Programm hier. Das ist sozusagen der zweite Vorteil an der Maschine. Hier ist ein großes Display, ich schalte es mal an. Ein großes Display mit voreingestellten Programmen zum Eischnee aufschlagen, zum Biskuitteig herstellen, zum Popcorn herstellen. Man kann darin kochen, man kann Suppen darin kochen. Alles sozusagen automatisch, was die Zeiten und die Temperaturen angeht. Es rührt, während es heizt. Das kann man tun. Der Vorteil dieser Maschine ist im Vergleich zu den älteren Modellen, man kann auch nur heizen, ohne dass man rühren muss dabei. Das ging früher nicht. Und der allergrößte Vorteil, den ich hier sehe in der Maschine, sie ist halt gleichzeitig eine Waage. Man kann also, sobald man sie aufmacht, automatisch wiegen, egal an welcher Stelle der Maschine. Und wenn sie zu ist, kann man natürlich trotzdem wiegen, das geht auch. Das ist eigentlich der größte Vorteil und auch ein Grund, weshalb ich die Maschine zusätzlich zu den anderen Funktionen immer noch weiterempfehlen kann und auch werde. Und in diesem Fall ja auch tue. Also diese Wiegefunktion ist super. Und ich kann halt alles sehr flexibel einstellen. Ich habe Programme und auch manuelle Funktionen. Ich habe das riesen Zubehörpaket dabei, was immer mit dabei war. Also auch die Raspel für alle möglichen Dinge. Wenn ich Karotten-Apfelsalat mache, dann ist der in einer Minute durchgehäckselt und so weiter. Also es gibt ganz viele Dinge neben dem Backen. Aber zum Backen geeignet ist sie im Wesentlichen wegen der Knetfunktion, wegen des Aufschlagens, wegen der Heizfunktion. Dann kann man Kochstücke und so langwierige Geschichten wie Malzbrühstücke sehr, sehr einfach und auch in großer Menge auf Vorrat herstellen. Und man kann natürlich auch im Notfall mal, wenn irgendwas schiefgegangen ist, wenn zum Beispiel zu kaltes Wasser in den Teig gekommen ist oder wenn das Rezept kein Wasser mehr übrig hat zum Teig temperieren, man kann dann im Notfall eben auch mal die Teige temperieren oder sogar seinen Sauerteig da aufgehen lassen, wenn der nämlich mal 28 Grad braucht nach Rezept. Dann muss man gar keine Gärbox haben, sondern kann hier einfach 28 Grad einstellen und dann wird der konstant bei 28 Grad gehalten. So viel vielleicht noch mal kurz zur Zusammenfassung zur Maschine. Wen das weiter interessiert, der findet alle weiteren Informationen unter www.teigkneten.de oder geht einfach in den Blog und drückt auf Knetmaschinen. Dann gibt es auch meine Erfahrungen mit den Maschinen und auch zu anderen Maschinen übrigens Testberichte, die sich im Laufe der Jahre bei mir so angesammelt haben. So viel dazu. Wir warten jetzt noch, bis die Teiglinge reif sind und dann geht es in den Ofen. Die Reifezeit, die 2 Stunden, sind vorbei für die Hornberger Burgstangen. Die haben sich jetzt ordentlich bewegt nach oben und jetzt ist es an der Zeit, sie auf das Backpapier zu bringen und sie zum Backen fertig zu machen. Die Stangen sind jetzt relativ fragil, weil sie ja voller Gas sind. Deshalb nehmen wir uns eine Kippdiele, also ein dünnes Holzbrett oder einfach ein dünnes Blech oder irgendwas, was gerade greifbar ist. Dünn, ein altes Buch, was man nicht mehr braucht, irgend sowas. Zieht hier die erste Falte raus, legt die Kippdiele direkt an die Stange und klappt sie um. Jetzt liegt sie richtig rum, so soll sie backen. Wir haben das verkehrt rum ins Leintuch gelegt und jetzt ziehen wir einfach das Brett hier unten drunter wieder raus. Ich habe hier Backfolie liegen, Dauerbackfolie, die ist eigentlich mal gekauft worden, um Laugengebäck damit zu backen. Jetzt habe ich sie und das nehme ich ja auch für alle anderen Gebäcke, weil sie einmal da ist. Das geht aber auch ganz normales Backpapier, das ist kein Problem. Und die liegt auf dem Brett, was wir auch schon hatten für die Leinentücher, damit ich dann das Backpapier auf den Backstein transportieren kann. Ja, das geht jetzt mit allen 5 Teiglingen so. So, wir haben ja jetzt nicht nur 5 Stangen hergestellt, sondern ich habe die doppelte Menge angesetzt und die anderen 5 Stangen liegen jetzt noch im nächsten Leinentuch. Die könnte ich jetzt entweder im zweiten Ofen backen und ich habe genug Öfen in dem Fall, das ginge. Oder wer das zu Hause tun will, nicht nur von 5 Stangen leben, sondern von 10 oder noch mehr, der könnte sie jetzt, so wie sie sind, einfach im Leinentuch kurz in den Kühlschrank schieben oder raus an die kalte Luft und dann wieder reinholen, wenn die anderen Stangen aus dem Ofen raus sind.
den Ofen noch ein paar Minuten nachheizen lassen, dass der Stein oder das Blech, je nachdem, wieder heiß wird und dann kann weiter gebacken werden. Also einfach kühl stellen, dass sie nicht so schnell weiter aufgehen. Und wir werden jetzt die Stangen noch einsprühen und, oder abstreichen und dann mit Kümmel und Salz bestreuen. Das macht den Geschmack noch rund. Also einfach relativ kräftig die Oberfläche absprühen. Ich hatte ja im Streumehl ein bisschen Schrot. Ich habe gesagt, das waren die ganzen Reste, die noch so zu finden waren an Mehlen und Schroten. Das macht natürlich jetzt die Oberfläche sehr attraktiv, dieses Schrot. Und zusammen mit dem Kümmel und dem Salz kann sich das dann sehen lassen. Ich habe jetzt Kümmel und Salz etwa 1:6 vermischt, also ein Teil Kümmel, 6 Teile Salz. Kann man natürlich auch andersrum machen, mehr Kümmel als Salz. So, ich gehe jetzt nochmal mit der Sprühflasche drüber, damit das Salz und der Kümmel noch ein bisschen anziehen hier an dem Gebäck und nicht gleich runterfallen. So, und der letzte Schritt ist, mit dem Messer, mit dem scharfen Messer, Wellenschliff, noch einmal die Oberfläche dünn anritzen, damit der Ofentrieb nachher die Stangen öffnen kann und sie schön locker werden. Da reicht Anritzen, weil wir ein rockenlastiges Gebäck haben. Der Roggen braucht nicht tief eingeschnitten werden, der reißt sowieso dann an der Stelle auf, wo wir das brauchen. So, auf geht's zum Ofen. Der hat 250 Grad. Der Backstein ist entsprechend heiß. Ich schiebe jetzt das Backpapier nach hinten, ohne das Brett. Das soll nicht mitbacken. Und jetzt kommt der Dampf. Den Dampf braucht es, damit das Gebäck gut aufgehen kann und schön locker wird. Und bis es soweit ist, vergehen etwa 18 Minuten und dann gibt es frische Burgstangen. Spätestens, wenn der Ofentrieb vorbei ist, also nichts mehr aufgeht, dann kann man den Ofen mal aufmachen und den Dampf rauslassen. Wenn die Brille nicht mehr beschlagen ist oder der Ofenrand, dann wird die Tür wieder geschlossen, damit im Ofen eine knusprige Kruste entsteht, weil der Backraum ja jetzt sehr trocken ist. Und wenn man vorbeiläuft am Ofen und gerade dran denkt, dann kann man die Tür ab und an wieder aufmachen, dann entsteht noch weniger Feuchtigkeit im Ofen und die Kruste wird noch knuspriger. Die Stangen sind fertig gebacken, eher hell als dunkel. Ich schnappe mir jetzt bloß ein bisschen das Backpapier hier, dass das Brett drunter passt. Und dann ziehen wir das Backpapier aufs Brett und haben wunderbare Stangen. Und wenn sie einigermaßen kühl sind, dann gucken wir mal rein. Die Brote sind fertig, sie sind noch ein bisschen heiß. Wir versuchen sie trotzdem zumindest mal anzuschneiden, die Kappe abzuschneiden, den Kanten, den Knust, den Knunten haben wir das letztens getauft, also jedenfalls das Randstück. Wir gucken aber zuerst, weil die sind schon kalt, zuerst in die Stangen hinein. Da ist ja auch allerhand Zeugs drin, was wir da vorbereitet haben. 3 Sachen, Vorteig, Sauerteig und das Kochstück mit dem Roggenschrot und dem Wein, dem Rotwein. In der Maschine alles zusammengerührt und gemischt und am Ende geknetet und letztlich dann zu einem leckeren Gebäck hergestellt. Das hält übrigens ein paar Tage lang frisch. Das kann man in 2-3 Tagen auch nochmal in den Ofen packen zum Aufknuspern. Dann ist es wieder wie neu. So, wir sehen immer noch die Farbe vom Rotwein hier drin, das leicht violettfarbene. Und wenn ich es an die Nase halte, dann rieche ich eine leichte Säure, muss sein, wir haben ja Roggensauerteig da drin. Und was ich auch rieche, ist ein Hauch Rotwein. Der Alkohol ist weg, das ist gut für mich, weil ich den nicht mag. Aber der Geschmack und der Geruch vom Rotwein sind noch ganz dezent da. Und kombiniert mit dem Salz und dem leichten Kümmelaroma von außen ist das wirklich ein Genuss. Auch ohne alles oder vielleicht ein bisschen Käse dazu oder alles, was ein bisschen herzhafter ist, schmeckt damit richtig gut. Hier haben wir beide Brote. Das eine ist nur mit Dampf und Backstein gebacken, das andere mit dem Gusseisentopf. Das sieht jetzt aus, als wäre es ein bisschen größer. Kann sogar sein, weil der Schluss hier war offener. Das war der Teigling, den ich nur eingeschlagen hatte von der Seite. Und der hier, den haben wir richtig durchgewirkt nach Bäckermethode und der Schluss war relativ stark verklebt. Der hat also ein bisschen länger gebraucht zum Aufreißen. Für ein Topfbrot ist die erste Formtechnik, die ich gezeigt habe, das leichte Einschlagen, die bessere Variante, weil das Brot dann viel schneller aufreißen kann im Ofen und sich besser ausdehnt und dadurch auch ein bisschen lockerer werden kann. Ja, von der Farbe her finde ich das super. Ein fast schwarzer Grat, dann die dunkelbraune Grundfarbe und in der Mitte in den Rissen dann die etwas hellere
Farbe, das hellere Braun. So soll es sein nach meinem Geschmack, aber es kann natürlich jeder selber entscheiden, wie dunkel das sein soll. Es ist auch von unten alles gleichmäßig dunkel, so soll es sein. Wenn wir mal hören, ich halte es mal an mein Mikrofon. Die Kruste ist richtig gut. All dieser Aufwand, Vorteig, Sauerteig, Brühstück, Malzbrühstück, das sorgt für Geschmack und vor allem auch für die Frischhaltung. So ein Brot hält etliche Tage frisch und saftig und es verändert vor allem jeden Tag den Geschmack. Es reift also weiter, wie der Teig vorher ja auch. Deshalb hat man jeden Tag im Grunde ein neues Brot da liegen und kann sich jeden Tag auch darauf freuen, wie es denn heute schmecken wird. So, wir schneiden mal an. Das ist wie gesagt noch warm, das dampft auch noch. Das ist eine relativ feinporige Krume. Wir haben es auch recht straff gewürgt, aber ganz fluffig. Selbst jetzt, wenn die Krume noch so feucht ist durch die hohe Hitze, die noch drin ist, kann es auch zusammendrücken. Feder zurück, so soll das sein. Ich habe ein ganz leichtes Aroma von dem Brotgewürz, was wir reingepackt haben. Und was wir auch sehen, das ist ein ganz kleiner Brotfehler, wenn man das jetzt bewerten würde. Da ist ein bisschen zu viel Mehl reingeraten. Wenn ihr das zu Hause im Brot auch habt, so einzelne Stellen, wo es so ein bisschen glatt ist, da ist zu viel Mehl drin gewesen. Da gibt es eine Trennfläche, aber das ändert nichts am Geschmack. Und das passiert, wie man sieht, auch noch jemandem, der jetzt schon seit 11 Jahren Brot backt. Insofern kein Beinbruch. Hauptsache es schmeckt, würde ich sagen. Also, guten Appetit. So, das war's. Wir haben zwei tolle Brote bzw. Kleingebäcke hergestellt mit Hilfe der Maschine Kenwood Cooking Chef. Wer dazu noch mehr Informationen haben möchte, geht auf www.teigkneten.de oder einfach in den Blog. Und wer die Rezepte sucht, der findet die auch im Blog. Den Weizenleib gibt es unter Thomas Weizenleib zu finden. Einfach in die Suche eintippen und dann kommt das. Und die Hornberger Burgstangen, die werde ich noch rechtzeitig zum Video neu veröffentlichen. Ist ja ein überarbeitetes Rezept und ich finde es wirklich gelungen. So viel für heute. Viel Spaß mit der Maschine oder mit eurer eigenen Maschine, je nachdem, was bei euch steht, oder auch von Hand. Und wir sehen uns dann irgendwann mal wieder, entweder in realen Kursen hier in der Backstube oder vielleicht auch zu Online-Kursen, die ich ja jetzt mittlerweile auch anbiete, durch Corona bedingt Online-Live-Kurse. Im November gibt es eine ganze Reihe davon zu Themen, die ich sonst nie angeboten habe. Also schaut mal rein, vielleicht ist was dabei. Bis dahin, tschüss.